Mit einer kleinen Aufgabe fürs Auditorium. Das ist eine schwierige Aufgabe. Jeder soll, damit wir uns alle ein bisschen besser kennenlernen, wird jetzt einfach jeder seinen Namen sagen, wo er arbeitet und dann drei Wörter, die ihn oder sie beschreiben. Und das ist der schwierige Teil, drei davon. Ja? Also drei, einfach drei so Hashtags oder drei Begriffe. Ja? Ich fange mal an. Mein Name ist Peter Kieseberg, ich bin von SBR Research und meine drei Hashtags sind IT Security, Forschung und Projektleitung. So, jetzt nehmen wir ein Mikrofon und ich darf das einfach hier weitergeben. Funktioniert das? Werner Ilsinger, meine drei Begriffe würde ich sagen Banken oder Finanzbranche, gesellschaftliche Entwicklung und Digitalisierung. Mein Name ist Georg Zames, ich bin Pensionist. Das ist dein Job, hast du nicht mehr nett dazu gesagt. Ui je. Und drei Begriffe. Das eine ist schöne Reisen, Computer und Digital Society helfen. Ja. Vielleicht einfach gleich so. Flaminia Bettini, ich bin selbstständig. Für mich ist wichtig Familie, die Gesellschaft und der Sozialbereich. Selbstverantwortung. Mein Name ist Petra Marada-Selecki. Ich bin Mitbesitzerin im Unternehmen Der Automat. Und meine drei Worte sind Geschwindigkeit, Entwicklung und Sport. Norbert Balicek, Unternehmensberater. Meine drei Worte sind digitale Transformation, Familie und Sport. Ja, Manuel Friedmacher von der SAP Österreich. Meine drei Worte wären HANA Cloud Plattform, das muss ich sagen, IoT und Modellbau. Ja, mein Name ist Manfred Wörl. Meine drei Worte sind, vom Job her, unter Anführungszeichen, Security-Sachverständiger. Drei Vokabel, Informationssicherheit, zweites Vokabel Innovation, drittes Vokabel Jagd. Erich Pecker, Pensionist, Digitalisierung, Computer und Gesellschaft. Mein Name ist Stefan Gomba, derzeit arbeitssuchend, aber interessiert an IoT. Zukunftstechnologien und die Welt verbessern ein bisschen. Mein Name ist Helmut Schmidt, bin selbstständig im IT-Bereich. Meine drei Hashtags sind Open Source, Crowdfunding und Kreativität. Hallo, Georg Sedelbauer von der Wirtschaftsagentur Wien. Meine drei Begriffe sind Forschung und Entwicklung, Vernetzung und IoT. Mein Name ist Peter Sauer, ich bin selbstständig und Mitorganisator von der IoT Austria und meine Hashtags sind Ich hasse Hashtags. Walter Reich, selbstständig, Hashtag Kommunikation, Musik und E-Mobility. Mein Name ist Michael Ebner und ich kümmere mich darum, dass man das auch in 100 Jahren noch sieht, hoffentlich. Das ist mein Hashtag. Ja. Gut. Ja, da fehlt ja noch wer. Steininger, Firma Steininger Consulting GmbH. Mich interessiert eigentlich, was ich schon gesagt habe, die Zusammenwirken der einzelnen Teile von IoT, sprich, was ich schon gefragt habe, Protokolle und dergleichen, die Interoperabilität der verschiedenen Einheiten. Eins noch, drei Stück waren es. Und dann das Thema Security. In dieser Weise, dass man verschiedene Security-Levels hat. Denn ich brauche zum Beispiel für einen Eiskosten ein anderes Security-Level
als für eventuelle medizinische Applikationen oder gar für Rettungsapplikationen. Das ist ein guter Einstieg gleich. Wir tun es gleich noch antworten, muss ich gleich antworten auf den Einstieg. Also ich muss sagen, bei mir ist es extrem, mindestens gleich kritisch wie bei der Intensivstation, wenn es Bier ausgeht. Hast du auch noch ein bisschen was sagen jetzt? Ne? Ganz kurz nochmal, Philipp Reinisch, Gründer von iotjobs.at, deswegen gleich in diese Richtung geschaut. Meine drei Hashtags sind Projektmanagement von Projekten in Schräglage, Nummer zwei IoT und das dritte habe ich vorhin eh schon gesagt, Motorradfernreisen. Und ich bin schon ruhig. Super. Gut. Das Thema für diese Podiumsdiskussion, wir haben uns jetzt beschlossen, dass wir keine richtige Podiumsdiskussion machen, sondern mehr so ein bisschen eine Publikums-, also das Publikum ist das Podium. Ich werde ein bisschen moderieren. Oh ja, das, Sie werden gleich nicht glauben, sondern wissen. Das ist nicht glauben, sondern wissen. Wissen es macht, ich weiß nichts, Wissen macht auch nichts. Aber Thema des Ganzen ist eigentlich Rahmenbedingungen. Ja? Und da sind ja doch heute in den Vorträgen schon einige Dinge gefallen. Vor allem auch im Endeffekt Ungleichheit zum Beispiel der Rahmenbedingungen zwischen großen Konzernen, großen internationalen IT-Konzernen, Online-Konzernen und das Wort eigentlich, aber jedes noch. Ich habe ja dieses hier auch noch. Im Endeffekt, also beziehungsweise und eben auf den kleinen, eher österreichischen strukturierten Unternehmen auf der anderen Seite. Da wäre mal interessant, gibt es da einfach konkrete Wünsche, sage ich einmal, was man zum Beispiel anders machen könnte, was so, sagen wir jetzt auf europäischer Ebene, eine sinnvolle Rahmenbedingung wäre, um da ein bisschen das Ungleichgewicht zu lösen. Gibt es da bereits vielleicht eine sogar zur Richtung, in die Richtung schauer Gruppenbesteuerung, wir haben ja schon gesprochen. Natürlich. Also in der Pause hatten wir ein wenig darüber philosophiert und ich fasse es einfach zusammen, damit es alle hören. Das Thema ist, ich habe gesagt, man müsste einfach hergehen und schauen, 10 Zentimeter, man müsste schauen, dass quasi die Rahmenbedingungen die gleichen sind, egal ob man ein Großer ist. Wir haben als Beispiele die großen IT-Konzerne genannt, wie ein Apple oder eine Microsoft oder wie sie alle heißen und ein Kleiner. Das heißt, der Kreisler müsste ums Eck sozusagen die gleichen Rahmenbedingungen vorfinden, die Große vorfinden. Weil ansonsten ist das Spielfeld einfach bergauf und wenn der Kleine ohnehin schon benachteiligt ist und dann auch noch bergauf spüren muss, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, diese Regel sollte man einfach verfolgen, egal in welchem Prinzip sozusagen. Das ist was, glaube ich, generalisiert vernünftig ist. Dankeschön. Gibt es dazu vielleicht eine Gegenmeinung, eine zusätzliche Meinung? Nimmst du das da gut? Ja, ist so ganz frech. Die Frage, die ich mir nur vorhin so gestellt habe, eben diese Komplexität der Gesetze, der Technik, der Abläufe und Prozesse und allem, kann überhaupt ein kleines Unternehmen überhaupt noch mit dieser Komplexität umgehen? Wie kann ein Kreisler oder ein Kleinunternehmen sich in alle Bereiche so sehr eindenken, einlesen, einarbeiten, dass er eigentlich überall sozusagen legal agiert? Das ist eine Frage, ein großes Fragezeichen, das ich habe, wo ich noch keine Antwort habe. Ich habe eine eigene Sichtweise, die österreichisch ist, nämlich österreichische Firmen sind klein strukturiert. Wenn sich mehrere kleine Firmen in Nischen zusammentun, schaffen sie das durchaus. Denn wenn man sich anschaut, viele große Firmen kaufen sich von kleinen Firmen ein, die das Know-how in der Form, dass es übernehmen und viel Geld dafür zahlen, in der Form, dass sie Mitarbeiter übernehmen, in der Form, dass sie es nachbauen, in allen Varianten. Und daher, glaube ich, haben wir durchaus Chancen, wenn kleine Firmen kooperieren. Und da sollten diese Kooperationen sollten durchaus mit Förderungen unterstützt werden. Fragen? Ja, eine andere Sache, die zu Rahmenbedingungen immer ganz gut passt, sind natürlich rechtliche Rahmenbedingungen. Da hätte ich vielleicht auch, wir haben jetzt oft über Datenschutz gesprochen, wir haben auch gehört, es ist wichtig, Datenschutz ist eine, oder sagen wir, ist vielen Leuten wichtig. Und weiß nicht, wie passt das auch ein bisschen zusammen, diese unterschiedlichen Paradigmen? Jetzt, wenn ich sage, ich sammle sehr viele Daten über IoT-Netzwerke, die ich verarbeiten will und zum Beispiel
EU-Regularien, die Sie jetzt in Kraft treten, wie Recht auch vergessen werden. Gibt es da einen sichtbaren Widerspruch? Wird das ein Problem sein oder wird das etwas, wird das von Ihnen derzeit nicht als problematisch gesehen? Also es ist technisch wieder mal sehr schwer und wenig durchdacht, dieses Recht auf Vergessen. Dann müssen wir nämlich das Backup abschaffen. Das ist ein Problem, das noch nicht wirklich durchdacht ist, auch von dem Operativen. Man macht ein Gesetz und sagt, so ist es. Aber es reicht ja nicht, wenn ich einen Pointer zum Beispiel kille. Ich muss die Daten killen und das ist der Widerspruch in sich. Also das sind schon Themen, die sicher zu diskutieren sind. Vielleicht beim Recht auf Vergessen, das ist ja nicht das Recht darauf, dass die Daten gelöscht werden, sondern es ist ja nur das Recht darauf, nicht in Google gefunden zu werden. Das heißt, die Daten bleiben ja nach wie vor vorhanden, es ist nur sozusagen die Auffindbarkeit nicht mehr gegeben. Klingt recht schön, aber ist mir selber auch passiert, dass ein Konto auf einmal wieder existiert hat, das ich vor 3 Jahren gelöscht habe. Ist das jetzt ein Vergessen oder nicht? Wenn ein Backup wieder einmarschiert. Also das ist schon richtig, was du sagst, aber im Prinzip passieren solche Dinge. Vielleicht auch noch was Spannendes zu dem Thema. Recht auf Vergessen gilt ja nur innerhalb der EU. Das heißt, sobald ich auf Google in einem europäischen Land bin, werden die Daten nicht gefunden. Wenn ich in Amerika suche, werden sie schon gefunden. Und gleiche Ergänzung dazu, nach der neuen EU-Richtlinie ist das ein bisschen schwierig, weil die erstens strengere Gesetzdurchführungen und Kontrollen drinnen haben und vor allem die Strafzahlungen in so einer Höhe gehen, damit sie auch Großen wehtun, aber den Kleinen natürlich auch wehtun, wenn es denen passiert. Und da ist jetzt die Frage, wie das organisatorisch dann mit der Nachvollziehbarkeit und so weiter funktionieren soll, ist für die Kleinen ein echtes Problem. Wie weit sie das outsourcen können, ohne jetzt wieder Security-Lücke aufzumachen. Ich war jetzt ein was ganz Unqualifiziertes. Da haben wir doch die ganzen Zumüllen, die so viel Daten ergeben, dass sie es nicht mehr verarbeiten können. Entschuldigung, das war nur unqualifiziert. Ich fürchte, es funktioniert nicht, weil die Datenmenge, die wir in 2 Jahren ist es, ich müsste nachschauen, ich habe es nicht ganz im Kopf, ist genau die Datenmenge, die Menschheit bis jetzt produziert hat. Ja. Das heißt, die Datenmenge verdoppelt sich. Ich glaube, innerhalb von 2 Jahren. Das heißt, wir müllen sie ohnehin schon zu. Es funktioniert nur einfach sehr gut, es zu verarbeiten. Haben Sie gleich der Anschluss das Gefühl, dass österreichische Industrie mit diesen, dass da eine Awareness Richtung dieser Problematiken da ist? Oder ist das eher, sage ich mal, noch gerade jetzt auch durch, wenn wir schon über Strafen, durch die neue NIS-Richtlinie gesprochen haben, die ja durchaus im Prozentbereich des Umsatzes liegen? Also 4%. Brutal. Ist das eine Awareness da oder ist das etwas, was derzeit noch, sei mal, eher unvorbereitet auf, in Österreich einschlagen wird, wie so viele? Also ich sage es gleich wieder dazu, Österreich ist Österreich und wir haben also den Fehler der letzten Jahre gehabt, dass Gesetze bei uns eben nicht wirklich kontrolliert werden. Fahren Sie am Gürtel einmal 50, sind Sie ein Verkehrshindernis. Ja? Das heißt, es gibt Gesetze. An der Lampe. Es gibt Gesetze, aber sie werden nicht wirklich kontrolliert. Und an das haben wir uns seit vielen Jahren im Datenschutzgesetz eigentlich jetzt gewöhnt. Weil es gibt wirklich keine exemplarischen Dinge, wo man sagen kann, ich muss aufpassen. Und das passiert aber jetzt. Genau, also das Thema ist, das Datenschutzgesetz in Österreich war ja eines der strengsten, das es gab. Ja. Das heißt, grundsätzlich am Papier hatten wir eines der besten Datenschutzgesetze wahrscheinlich der Welt. Das Problem war, dass wir eine Behörde geschaffen haben, die nicht für die Kontrolle zuständig war, sondern die nur für die Administration zuständig war. Das Datenschutzregister, heißt auch schon so schön, ist dafür da, ein Register zu führen. Das taten sie auch ausgezeichnet. Das heißt, wenn man ihnen etwas gemeldet hat, dann haben sie es registriert. Es gab nur niemanden, der dahinter den Auftrag gehabt hätte, auch das stand nicht im Gesetz, dass jemand schaut, ob denn das, was registriert wurde, auch der Wirklichkeit entspricht. Und dort ist sozusagen die neue Datenschutzrichtlinie in Wirklichkeit ein Meilenstein, weil ich sozusagen das Ganze jetzt umdrehe. Die Firma muss Aufzeichnungen führen und dokumentieren, wie sie Daten verwendet und verarbeitet und dass sie das gesetzeskonform tut. Und die Behörde wird umgewandelt von einem zahnlosen Papiertiger auf jemanden, der auch das Recht hat, nachschauen zu gehen. Das heißt, ich darf bei der Tür bei der Firma dann anklopfen und sagen, so, bitte zeigt's mir doch, was ihr tut. Eure Aufzeichnungen hätte ich gern gesehen und zweitens hätte ich gerne verstanden, ob die Aufzeichnungen denn mit der tatsächlichen
Geschichte zusammenpasst. Und wenn es nicht zusammenpasst, hat der Manfred gerade gesagt, sind 4% maximal des jährlichen Umsatzes fällig, also nicht des Gewinns, sondern des Umsatzes. Und das ist natürlich was, wo sich jede Firma jetzt fürchtet davor. Sind sie vorbereitet? Nein, weil wir haben ein Jahr Zeit. Das heißt, das ist ja erst im Jänner nächsten Jahres, dass das passiert. Momentan, aus meinem Gefühl heraus, herrscht Verwirrung. Das heißt, jeder fragt sich, was hast denn das jetzt genau und wie wird denn das sein und was müssen wir da tun? Also momentan sind wir im Status der maximalen Verwirrung und die Hoffnung ist, dass sich bis nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres sozusagen, der Staub legt, jeder weiß, was er tun muss und hoffentlich schon irgendwann einmal auf dem Weg dorthin anfängt, auch was zu implementieren. Wird es passieren? Glaub nicht. Und dazu kommt noch eine Ergänzung gleich dazu. Im Prinzip die kleinen Unternehmen, die viel Outsourcing betreiben, wie gehen die nach ihren Daten nach? Da muss man dann sehr gut aufpassen. Gibt es vielleicht noch andere Meinungen aus dem Auditorium zu der Sache? Vielleicht auch Erfahrungsberichte? Es gibt neben Unternehmen auch die Kundenunternehmen. Zum Beispiel. Ja. Und auf der Seite gibt es eine Entwicklung, die teilweise übersehen wird. Gebe ich einfach so her, mal hören. Also ich meine, neben den Unternehmen gibt es ja auch noch die Kunden, die potenziellen Kunden jedes Unternehmens. Und auf der Seite wird was übersehen, oder zumindest habe ich den Eindruck, dass was übersehen wird, nämlich dass immer weniger Kunden, immer weniger hoffe ich doch nicht, aber doch, gibt zunehmend Berichte über Kunden, die sich über die normalen Vertriebskanäle nicht mehr beteiligen können, weil sie gar nicht mehr über das Einkommen verfügen, sich dort bedienen zu können. Das heißt, es gibt einerseits die immer stärker zunehmenden Sozialmärkte, die sich sicher diese Technologien gar nicht leisten werden können oder wollen. Und es gibt dann den anderen Bereich von Kunden, die aus ideologischen, überzeugungsmäßigen Gründen gar nicht in den herkömmlichen Vertriebsformen teilnehmen wollen, daher wo die Technologie auch wegfällt. Und ist sie ein Problem im Schlagwort Spaltung der Gesellschaft durch Teilnehmer an der digitalen Welt und Nicht-Teilnehmer an der digitalen Welt? Und diese Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden, habe ich den Eindruck, herrscht momentan die Stimmung vor, jedermann zu ermöglichen, beziehungsweise aus mancher Sicht vielleicht sogar zu erzwingen, an der digitalen Welt teilzunehmen. Ich weise nur darauf hin, dass jetzt dieses Basiskonto für alle eingerichtet wird, auch für die Sozialhilfebezieher oder wie heißt das? Mindestsicherungsbezieher, genau. Wo auf alle Fälle 40 Euro aus der Mindestsicherung in die Kosten für dieses Basiskonto laufen. Genauso gebe ich zu denken an die Diskussion über die Haushaltsabgabe als Ersatz für die GIS unter Umständen und möglicherweise auch noch für andere Abgaben. Wird das auch bedacht, dass die Spaltung der Gesellschaft nicht nur dadurch vermieden werden kann, allen digitale Technologien zur Verfügung zu stellen, sondern auch Wege bereitzuhalten für jene, möglicherweise größer werden, Teil der Kundschaft, die gar nicht fähig sind, wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial fähig sind, an diesen Technologien teilzunehmen. Bitte darum um eine Antwort. Ja, wenn ich das beantworten könnte, glaube ich, wäre ich ihm. Aber ich glaube, ich hatte mir jemand eine Antwort vielleicht geben kann. Das ist natürlich, aber ich glaube dann. Antworten habe ich sicher auch keine. Das ist, aber ich sehe das Thema insgesamt, danke Erich, auch so. Diese Spaltung und dieses Auseinanderdividieren der Menschen, dieses Geschäfte, die kleinen Geschäfte, wie Sie schon richtig angedeutet haben, die können so Sachen gar nicht erheben. Diese Einkaufsgenossenschaften, Wein zum Beispiel macht sowas, diese Weinvermarktungsgesellschaften, die sich gebildet haben, da passiert ja was. Aber ein normaler kleiner Einzelhändler oder zwei oder drei Leute Firma, die hat überhaupt keine irgendwelchen Ressourcen, auch nur irgendwas im digitalen Bereich zu machen. Die sind froh, dass sie Geschäfte erheben. Warum sterben jetzt wieder so viele Geschäfte? Warum gehen so viele Wirte zusperren, warum werden die kleinen Händler aus den Städten verdrängt? Nicht nur digital, es wird alles in die Richtung getrieben, dass die Großen überleben. Und dass auch die Pensionisten, ältere Menschen oder Menschen, die von den Fähigkeiten her nicht so digital sein können, Behinderte, in irgendeiner Art und Weise Behinderte, die sind ausgeschlossen von dem ganzen System. Und da wird gesellschaftspolitisch überhaupt nichts unternommen, dass das aufgefangen wird von der Wirtschaftskammer, von den Institutionen drüber, aber die Gesetze, die da sind, das ist schön und nett, die können auch exekutiert werden. Nur, wenn man sich nicht daran halten kann, weil man es nicht erhebt als Firma, ich kann mich ans Gesetz halten und untergehen, oder ich halte mich ans Gesetz nicht und werde dann gestraft,
mit Strafen, die drakonischer kaum noch gehen, die nicht in einem relativen Zusammenhang mit dem stehen, was das Verbrechen überhaupt ist. Es werden teilweise ganz, ganz kleine Verbrechen riesengroß bestraft. Und wenn eine Firma 100.000 Daten leakt, ist das wurscht, das kostet nichts. Wenn einer zwei Datensätze missbräuchlich hat, das kostet 100.000 Euro. Maximalwert, aber jetzt der Umsatz, es gibt Unternehmer, die haben vielleicht 3% Schnitt oder 2% Schnitt vom Umsatz. Jetzt muss ich überlegen, was der an Umsatz haben muss, dass er das da hebt. Mhm. Und wenn das vom Umsatz weg gestraft wird, Entschuldigung. Mhm. Und das ist europapolitisch, gesamtpolitisch, gesellschaftspolitisch für mich der große Ansatz. Wir drehen da an gewissen Schrauben, aber ob das die Menschen verändert, die draußen sind, die Firmen, die Unternehmer, die Kunden, die Pensionisten, die Menschen, die sich alleingelassen fühlen, jetzt vor den Dingen stehen, du musst das Smartphone haben, sonst kannst du bestimmte Sachen nicht machen. Du musst dann eine E-Mail haben, sonst erreichen dich die Menschen nicht. Das drängt sich die Frage eigentlich auf, hat man das Gefühl, dahinter ist eine Strategie oder ist das einfach nur, weil keine Strategie da ist, im gesamteuropäischen Kontext jetzt? Also, darf ich da kurz dazu was sagen? Also im Prinzip ist es so, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, geht es dann immer um die Angemessenheit der Strafe. Und das ist der, warum das Gesetz so formuliert ist, ist klar, damit man kann nach oben gehen, wenn es kritisch wird. Damit man Microsoft international zwicken kann, hat man diesen Maximalwert von 4% Jahresumsatz. Aber das, trotzdem ist eine Strafe immer in der richterlichen Beweiswürdigung dann so zu werten, da gibt es dann die Sachverständigen, die das machen, dass es eine angemessene Strafe dann wird. Wichtig ist nur, dass einmal überhaupt exekutiert wird. Das war die erste Meldung. Aber die zweite die Antwort dazu, die ich noch geben möchte, ist natürlich auch insofern heikel. Wir hatten ja die Maschinenstürmer. Und wenn es so weitergeht, haben wir irgendwann eine Division der Menschheit in die zwei Teile. Und wenn die einen Teilgruppe dann mehr als 50% einmal wird, haben wir ein demokratisches Problem. Und das sehe ich eher als langfristiges Risiko. Mit den Analphabeten, den Digitalen, wenn die mal überhand nehmen, dann wird es ein bisschen schwierig, weil die kommen dann in die Entscheidungsphase hinein, politisch. Also das ist eher ein kritischer Punkt, den ich wirklich sehe. Zur Frage der Strategie möchte ich noch antworten. Ich sehe beide Punkte als richtig. Es gibt sowohl die Strategie, dass das so in die Richtung sich entwickelt, also es gibt keine Strategie, weil es sich dann in diese Richtung entwickelt, nämlich der Spaltung der Gesellschaft. Die Strategie haben natürlich die Unternehmen, die Interesse haben, ihre Umsätze, ihre Dienste, ihre Services an den Mann zu bringen, was nicht unbedingt was Schlechtes ist. Nur problematisch wird es dort, wenn von politischer relevanter Seite den Volksvertretern eigentlich keine Maßnahmen gesetzt werden, um jene Personen, jene Gesellschaftsgruppen, die egal aus welchen Gründen jetzt herausfallen aus dieser Entwicklung, in irgendeiner Weise nicht so zu behandeln, dass sie mehr oder weniger der letzte Dreck sind, auf den man eh nicht Rücksicht nehmen muss, weil es keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat. Und dann wird es gefährlich und teilweise geht es schon in die Richtung, das ist schon zu beobachten. Also ich glaube, wir haben jetzt keine andere Situation, als wir sie wahrscheinlich auch bei jeder anderen Technologieentwicklung haben. Wenn man sie nämlich anschaut, da nehmen wir einfach her das Telefon, das ganz normale Festnetztelefon. Dann war es am Anfang so, dass sich die Reichen leisten konnten, ein Telefon zu haben. Und da hat es in einer Ortschaft einmal zwei, drei Leute gegeben, die ein Telefon hatten. Irgendwann einmal hat sich die Technologie so entwickelt, dass man draufgekommen ist, dass dieses Telefon etwas ist, was quasi ein Grundbedürfnis ist. Daraufhin ist dann der Gesetzgeber hergegangen und hat gesagt, du kriegst quasi ein Telefon gratis, Grundgebührenbefreiung. Und in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich bei anderen Technologien auch notwendig sein, genau in die Richtung zu denken. Zu denken, wenn ich bestimmte Bevölkerungsschichten habe, die eine Technologie brauchen, die sich aber nicht leisten können, dann muss ich das halt solidarisch finanzieren. Also als Beispiel, jemandem das Recht zu geben, einen Internetzugang zu haben. Also aus meiner Sicht ist eine Grundgebührbefreiung für einen Telefonanschluss mittlerweile schon ein bisschen obsolet. Es sollte eigentlich eine Grundgebührenbefreiung für einen Internetzugang geben, weil das eigentlich heute die Basistechnologie ist. Ein sehr interessanter Aspekt und kann ich mich, obwohl ich Moderator bin, sehr anschließen. Aber jetzt sind wir auch schon, ein bisschen was wir angesprochen haben, ist jetzt die Spaltung der Gesellschaft und auch Leute, die nicht mehr teilnehmen können. Ist da auch in einer anderen Rahmenbedingung jetzt im Bildungswesen noch sehr lückenhaft oder sieht man das schon recht gut gedeihen, sag ich mal, jetzt in den nachfolgenden Generationen? Sind da, wo fehlt da ein bisschen das Bewusstsein? Also mein persönliches Bewusstsein ist so, dass Datenschutz nicht so das
Also ich bin ja selber in einem IT-Security-Unternehmen und Datenschutz ist natürlich super wichtig und wir alle wissen das, aber wenn ich jetzt, sage ich einmal, in die Welt hinausschaue, aus unserem kleinen Kastel, und das meine ich jetzt mal nur Österreich, also kleine Welt, dann ist ja jetzt auch so, dass Privacy oft nicht so diesen Stellenwert hat, den wir halt gerne hätten. Wie sehen Sie das? Ist das in der neuen Generation anders oder ist das sogar noch schlimmer? Schlimmer, unter Anführungszeichen? Oder wie wird das da von Ihnen wahrgenommen? Wie gesagt, ich habe zwei Kinder und das ist, glaube ich, ein Aufklärungsprozess. Ich muss denen klar machen, dass wenn sie irgendwas ins Facebook schreiben oder dergleichen, dass das gleich vergleichbar ist wie ich drücke es auf einen Zettel aus und hänge es irgendwo auf die Wand, wenn ich überhaupt dann das Profil nicht regelmäßig ändere, zu sagen, das sehen nur meine Freunde und nicht die Freunde meiner Freunde meiner Freunde. Weil dann ist es wirklich komplett öffentlich. Und ich glaube, da haben sowohl die Familien, aber auch die Pädagogen in Österreich eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese, jetzt weiß ich nur das englische Wort, das schöne Awareness vorhanden ist, was damit passieren kann und wie die Daten dargestellt werden, weil von alleine kommt man nicht drauf, dass wenn ich irgendetwas in ein Telefon eintippe, dass das dann für andere ersichtlich ist oder dass das gehackt werden kann. Und das Gleiche gilt auch für Absicherung vom Telefon mit einem PIN-Code und dergleichen. Und ich muss auch sagen, dass die Jugendlichen sehr gut, wenn man ihnen den Grund einmal erklärt hat, das annehmen und dann das Handy auch schützen entsprechend oder bei den Profilen aufpassen. Aber das ist nur eine Aufklärungsarbeit. Problematik sehe ich eigentlich speziell, wenn ich viele Eltern kontaktiere oder bei Veranstaltungen bin, wenn die Eltern selbst jetzt nicht affin sind mit dem Internet oder der Benutzung von Passwörtern oder dergleichen, dann sind sie auf jeden Fall nicht diejenigen, die das weitergeben und das setzt sich dann sofort. Und da müssten halt dann die Schulen oder die Pädagogen einsetzen, um diese Aufklärung, wenn sie zu Hause nicht passiert, eigentlich den Jugendlichen mitgeben. Okay. Ich glaube, da gab es bei Ihnen eine Meldung hier hinten. Ich kann auch von meinen zwei Kindern berichten. Und zwar von meiner Tochter, die, als sie noch minderjährig war, einmal ein Mahnschreiben von einem Rechtsanwalt aus Deutschland erhalten hat. Sie hätte irgendwas bestellt oder irgendeine Dienstleistung abonniert, obwohl sie das gar nicht konnte, weil sie eben noch nicht volljährig war, überhaupt nicht geschäftsfähig war. Ich habe ihr Gott sei Dank gehabt und Gott sei Dank habe ich recht gehabt, sie möge das einmal auf sich beruhen lassen. Wir haben das liegen lassen im Kasten sicherheitshalber, um Beweismittel zu haben. Gott sei Dank ist nichts weiter passiert, aber der Schock damals war für sie sicher heilsam. Und sie weiß heute, dass sie im Internet nur mit einem unbedingt Minimum an persönlichen Daten auftreten darf und nur ein Minimum bekannt geben soll. Ich glaube, das hat sie mittlerweile zur Kenntnis genommen, dass das wichtig ist. Ja. Und ich glaube, möglicherweise benötigt man manchmal so einen Schock, bis man erst draufkommt, dass doch wichtig war, mit den eigenen Daten sehr vorsichtig umzugehen, genauer zu schauen, wo man klickt und wann man klickt und warum man wo klickt. Ne. So viel zu meinen Erfahrungen mit meinen Kindern. Unverständlich für mich, dass so etwas nicht in den Lehrplan aufgenommen wird. Ja, kann ich kurz was dazu sagen, nicht weil ich selber Lehrer bin, aber meine Frau ist Lehrerin. Ich glaube, die sind mittlerweile einfach mit vielen anderen Dingen auch beschäftigt. Ich wäre auch der Meinung, dass es dort hineingehören würde in den Lehrplan. Es ist immer schwierig, sage ich mal. Aber der Tag kommt auf 24 Stunden. Es gibt genug, also es ist in einer Oberstufe und es gibt dort genug andere Defizite. Ja. Sagen wir es so. Was mir im Augen liegt, ist, dass bei vielen Internet-Applikationen, die man runterlädt, mehr Daten, Bewegungsdaten und dergleichen weitergibt. Und wenn man das wegklickt und sagt, ich will das nicht, dann kann ich diese Applikation nicht installieren. Bei manchen kauft man diese Funktionen fast mit. Die Werbung ist, das Handy hat das GPS und wenn ich das GPS aktiviere, muss ich schon die ganzen Daten weitergeben und gleich alle möglichen zusätzlichen Daten. Das ärgert mich. Ich wäre durchaus bereit, für Funktionen zu zahlen, aber nicht die Daten hergeben und nicht so viel von meiner Identität herzugeben. Und da sollte man einschreiten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt da gesucht, wer, ich weiß nicht, vielleicht von der EU oder noch
höre, dass man diese persönlichen Security, denn im Endeffekt bedeutet auch die Security jedes Einzelnen, auch für die ganze Organisation, für den Staat und EU und alles, ein Sicherheitsproblem. Vielleicht als Antwort darauf, Sie sind wahrscheinlich einer der wenigen, die bereit sind, was zu zahlen dafür, dass ich meine Daten nicht hergebe. Also wenn man es anschaut, ist es so, dass halt auch wiederum, wenn ich ein Angebot habe, das 0 Euro kostet und das andere kostet 10 Euro, dann das kann auch der Server im Grunde genommen. Der Unterschied ist nur, dass das eine sozusagen auf bestimmte Daten von mir zugreifen darf, das andere nicht. Dann glaube ich noch immer, dass die breite Masse zu dem 0 Euro Angebot greift. Also wir in diesem Raum sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich dazu, weil sie bestimmte Leute schon Gedanken gemacht haben darüber, aber es gibt solche Dinge ja auch, dass ich jetzt zum Beispiel vom Handy im Shop das gleiche Applikation habe, die eine kostet 0 Euro, die andere kostet, ich weiß nicht, ein paar Euro, und ich bin mir sicher, dass die Anzahl der 0 Euro Downloads dramatisch höher ist als die von der gleichen mit einem Angebot. Aber ich kenne es eigentlich nicht. Ich kenne diese Applikation nicht. Gibt es von Google Map zum Beispiel so eine Applikation? Die Frage ist, was ist der Geschäftszweck von Google? Es gibt OpenStreetMap. Ja, also das Thema ist, wenn ich an Google denke, dann ist der Geschäftszweck von Google, Werbung zu verkaufen. Und Google kann dann gut Werbung verkaufen, wenn sie sie in- und auswendig kennt. Google kennt uns im Normalfall, wenn ich nicht irgendwie darauf achte, besser als die eigene Mutter. Und da bin ich hundertprozentig sicher. Und alle glauben, dass Google ja eine Suchmaschine ist, aber Google ist genauso wenig eine Suchmaschine, wie Facebook ein Freundschaftsbuch ist. Man muss sich immer überlegen, welchen Geschäftszweck hat ein Unternehmen und womit verdient es Geld. Bei Google ist es Datensammeln, weil damit kann ich Werbung verkaufen. Bei Facebook ist es Datensammeln, weil damit kann ich Werbung verkaufen. Bei Apple zum Beispiel ist es Geräte zu verkaufen und Software zu verkaufen. Die machen viel weniger mit Daten. Also auch bei der Entscheidung für einen Anbieter kann ich mich in Wirklichkeit schon ein bisschen dafür entscheiden, was tue ich. Beispiel bei Streetmaps, es gibt auch Navigationssystemhersteller, die auch diese gleichen Kartenmaterialien hat wie Google, die machen sie sogar untereinander ein bisschen Konkurrenz. Wenn ich dort sogar die Applikationen teilweise gratis nutze, bin ich mir sicher, dass die weniger von den Daten nutzen oder verkaufen, als es Google macht. Also man muss sich immer überlegen, womit macht das Unternehmen, bei dem ich gerade einen Dienst in Anspruch nehme, sein Geld. Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die man sich dort immer stellen muss. Daraus kommt auch sofort die Antwort heraus, wie viel Euro sind Sie bereit zu zahlen? Ihre persönlichen Daten sind sicher Mehrwert. Schöne Diskussion, wir sind leider schon fast am Ende. Deswegen möchte ich kurz noch... Einen Punkt hätte ich noch, der passt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema, das ich gebracht habe, nämlich das Thema Medien. Haben wir uns schon mal überlegt, dass die Medien in einer demokratischen Gesellschaft eine ganz, ganz wichtige Aufgabe haben? Nämlich Dinge zu berichten, die jemand anderer nicht hören möchte. Die Frage ist, wer nimmt in Wirklichkeit immer mehr die Rolle der Medien in unserer Gesellschaft ein? Ich habe es gesagt. Facebook und Google übernimmt sozusagen dort gewisse Dinge der Werbung und damit können sich die Medien nicht mehr finanzieren. Und diese Dinge sind schwierig, weil wenn ich sozusagen keine kritischen Reporter mehr zahlen kann, die investigativen Journalismus zum Beispiel betreiben, weil denen das Geld ausgeht dafür, dass sie nicht bezahlt werden mehr, fehlt uns eine Komponente in der demokratischen Gesellschaft, nämlich jemand, der laut hinterfragt, ob bestimmte Dinge so gemacht werden, wie es gemacht werden. Und das sehe ich auch in unserer Diskussion noch als einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dankeschön. Gut, so als Abschluss für das Ganze hier. Ich möchte jetzt kein Summary machen, ich finde, das war jetzt nicht so lang und jeder hat für sich selber gesprochen. Aber noch, ja, die kommt noch, aber das ist jetzt der Fino, ein Minutenrennen. Nein, die Frage ist, wenn Sie sich was wünschen könnten, Rahmenbedingungen, neuen, irgendetwas, was Sie sich jetzt wirklich dringend wünschen könnte, gäbe es da irgendwelche Vorschläge, wo Sie sagen, einen haben wir schon gesagt, also dass das mit den Herstellen von gleichen Spielregeln, aber gut, das war eine Sache. Eine zweite Sache war schon, das Ganze in der Schule auch mehr reinzubringen, bin ich voll dafür.
Ich sehe nur leider aus der anderen Seite das Problem, warum das noch nicht passiert, aber auch diese Probleme wären ja an sich lösbar, angeblich. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Wünsche, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt vergessen, das ist eine Rahmenbedingung. Bitte, der Herr. Mit dem Also für mich auf jeden Fall Open Source, aus folgendem Grund nämlich, wenn man schon mit öffentlichen Geldern Sachen fördert und Standards und alles machen möchte, dann bitte auch Open Source fördern, damit das möglichst allen zur Verfügung steht, also gerade kleine Mittelunternehmen, EPUs, weil wenn wir jetzt Industrie 4.0 andenken und dann kommt man wieder eigenes Süppchen für proprietäre Geschichten, dann haben wir wieder Probleme. Also ich weiß noch, momentan die Regierung hat ja gerade ein Projekt starten und Millionen werden da hineingefördert werden. Wir hoffen, dass auch Open Source entsprechend berücksichtigt wird und gesagt wird, wenn da was finanziert wird, dann bitte für alle, mit dem Geld von allen. Okay, das sind gut. Ich würde es erweitern. Ich würde sagen, dass alles, was vom Staat oder von uns gemeinsam sozusagen gefördert wird, sollte offen sein. Also das heißt beispielsweise auch, wenn der Staat beispielsweise Studien bezahlt, wenn der Staat Unterrichtsmaterialien schreiben lässt, also alles, was in irgendeiner Form staatliche Förderungen bekommt, sollte offen sein. Auch aus meiner Sicht sollte das zutreffen zum Beispiel auf das Internet. Eines der Beispiele, das wir derzeit haben, die Österreicher haben ja quasi die Infrastruktur für das Internet bezahlt aus Steuergeldern. Das heißt Telekom Austria A1, das Netzwerk, das heute quasi zu unserer Haustüre kommt, ist vom Steuerzahler bezahlt worden. Und jetzt haben wir die Breitbandmilliarde und fördern dort sozusagen den Ausbau. Warum sollte ein Unternehmen Geld bekommen, wenn andere Unternehmen nicht diese Infrastruktur nutzen können? Also auch die dort der Sinne des vom Staat bezahlt, sollte offen sein. Das heißt, ich lege ein Netzwerk, ich baue eine Straße, alle dürfen drauf fahren. Ist bei der Eisenbahn so, es ist bei Stromnetzen so, es ist bei allen anderen Dingen so. Warum ist es beim Telekom-Netzwerk nicht so? Ich vermute mal, weil vieles davon gewachsen ist. Also ich kann es jetzt nur aus meiner Telco-Zeit sagen, gewachsen ist im Sinn von, es gibt ja mehrere Telco-Provider, hatten ursprünglich eigene Netze. Klar, aber wie gesagt, auch dort ist das offene Prinzip anzuwenden. Also ich kann sagen, ich drücke das Geld der Telekom Austria in die Hand, nur dafür muss sie andere Diensteanbieter auf dem Netz fahren lassen. Wieder gleiche Idee wie vorher, Open Source, Open Data, Open Network. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ich hätte dazu noch eines. Ich bin hundertprozentig bei Ihnen, dass alle geförderten Projekte publiziert werden. Vielleicht industrienahe Projekte nur abstrakt, wo man einen Ansprechpartner hat. Aber man muss auch die Suchmaschinen machen, um diese Projekte zu finden. Das finde ich das Wichtige und ich würde es das irrsinnig wichtig finden, nicht nur national zu machen, sondern auch auf EU-Ebene und schöner war es weltweit, denn wenn Sie eine Patentrecherche oder sowas machen, brauchen Sie einen internationalen Zugang. Und deshalb würde ich mir das wünschen, wie Sie gesagt haben. Okay, Dankeschön. Nachdem wir jetzt schon 8,5 Minuten exakt über der Zeit sind, bedanke ich mich sehr für die rege Teilnahme und ich würde sagen, wir kommen zur Zusammenfassung. Ja. Danke. Ja. Danke an Sie. Gib dann mal schnell. Danke, Thomas. Bitte ich einmal. Ich stelle mir gerade die Frage, ob jetzt noch so eine große Zusammenfassung noch notwendig ist. Ich schätze, alles zusammenfassen, glaube ich, wird man einige Zeit benötigen. Aber von meiner Seite hoffe ich, dass Sie sehr viel mitgenommen haben, sehr viele Denkanregungen. Ich freue mich natürlich auch noch im Anschluss, wenn wir noch was trinken, das Feedback von Ihnen zu erhalten. Wir werden auch per E-Mail versuchen, Ihnen so eine Art Feedbackbogen zukommen zu lassen, damit wir auch wissen, was können wir das nächste Mal noch besser machen. Für mich war es ein sehr interessanter Tag, weil ich bei vielen Vorträgen wieder Dinge gelernt habe, die ich vorher noch nicht kannte und Feedback bekommen habe, das sehr essentiell war auch für meine berufliche Weiterentwicklung.
Ich hoffe, Ihnen ist es genauso gegangen. Für mich war es auch sehr interessant zu sehen, was im Prinzip passiert. Meine Wünsche gehen natürlich in die Richtung, diesen Rahmen noch zu vergrößern, beziehungsweise über das Netzwerk, was wir da jetzt bilden, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, auch in Zukunft. Und vielleicht auch viele Entscheidungsträger, die jetzt unsere Wünsche, die wir da postuliert haben, auch dann über parteipolitische Maßnahmen in die Realität umsetzen. Gut, da, wenn ich da anschließen darf, wir machen es uns dafür leichter. Die IoT Austria ist strikt parteiunpolitisch, unabhängig. Wir halten uns mit Freuden gerne fern von politischen Diskussionen. Uns geht es prinzipiell immer um die Sache. Auch, glaube ich, der Umgang, so hoffe ich, dass wir das auch vermitteln konnten. Wir sind wirklich, wir versuchen auf Augenhöhe mit jedem zu kommunizieren und zu sprechen und zu interagieren. Und auch zum Beispiel bei uns, wir lassen dann irgendwelche Titel weg, weil es für uns einfach nicht wichtig ist. Ich glaube, das ist auch so die Zukunft, die ich so wahrnehme, dass viel weniger dieses typische hierarchische Denken im Vordergrund ist, sondern wirklich immer die Leistung, was kann wer auch immer zu bestimmten Problemstellungen und Aufgaben beitragen. Was ich noch kurz ansprechen wollte, falls jemand sich für die Aktivitäten der IoT Austria interessiert, wir haben einen Newsletter, den wir versuchen so einmal im Monat ungefähr rauszuschicken, typischerweise um Monatsmitte herum, bitte einfach bei unserer Homepage eintragen, registrieren. Wir freuen uns immer über auch Mitglieder, falls jemand Mitglied werden möchte, als sogenannter IoT Insider, gibt es auch die Möglichkeit, sich zu registrieren, das kostet 100 Euro. Jahresgebühr, kommt dann auf die ganzen Verteiler und bekommt auch noch zusätzliche Möglichkeiten, sich zu vernetzen und hat dann insbesondere dann kein schlechtes Gewissen, wenn er bei unseren Veranstaltungen gratis kommt. Normalerweise haben wir immer eine Spendenbox aufgestellt, ich vermute mal, das ist auch eure. Genau, das ist jetzt halt die gemeinsame Spendenbox, nachdem es auch in unseren Räumlichkeiten stattfindet. Auch wir sind parteipolitisch natürlich komplett unabhängig, wissen aber sehr wohl und wir sind auch bei diversen Enquetten eingeladen, dass natürlich ohne unsere gewählten Volksvertreter sich zumindest was Regierung und Gesetzesentwürfe und Entscheidungen betrifft, wo wir mitarbeiten, nicht viel ändern wird. Ich lade Sie natürlich auch recht herzlich ein zum Mitmachen. Auch wir leben von Mitgliedsbeiträgen und von Spenden im Prinzip. Ähnliches Preisniveau, 100 Euro ist Einstiegslevel für die Einzelperson. Für Studenten gibt es das Ganze auch noch um 50 Euro. Und wir versuchen halt mit Veranstaltungen, wo wir den Mitgliedern dann Seminare anbieten zu vergünstigten Preisen. Und das kann man sich auch in den BC News anschauen. Nach ein oder zwei Veranstaltungen hat man den Jahresmitgliedsbeitrag, auch wenn man jetzt eine kleinere Firma ist, im Prinzip schon herinnen. Aber die meisten machen das hier oder eigentlich alle ehrenamtlich. Und wir wollen was bewegen und umso größer die Masse wird und umso mehr Leute mitmachen, umso besser ist es eigentlich, dass hier etwas passiert. Danke. Ja, dann auch herzlichen Dank von meiner Seite. Ich muss sagen, der Tag hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl es auch immer teilweise ein bisschen anstrengend ist, wenn man wirklich einen ganzen Tag dann so gedanklich auch bei den Themen ist. Mhm. Aber ich denke mal, es war extrem viel Input, so wie du auch schon angesprochen hast. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch alle dann noch einmal bei den nächsten Veranstaltungen sehe. Danke. Ja, vielleicht am Montag schon. Genau, zum Beispiel. Eines noch ganz kurz, natürlich einen ganz besonderen Dank auch an alle, die mitgeholfen haben, beziehungsweise auch an unsere Technik. Das Ganze ist ja mitgefilmt und aufgezeichnet worden und auch das ist nicht selbstverständlich. Danke, Michi. Und dann muss ich natürlich auch den Peter noch erwähnen, die gute Seele, die ich jetzt so nur vorhin so kurz angesprochen habe, auch nochmal herzlichen Dank, dass du da dabei warst.